Willkommen zurück zur Machbar-Konferenz 2021. Wir haben gerade gesprochen über den neuen Machbar-Bericht, der die spannenden und sehr komplexen Wechselwirkungen zwischen Ernährung, Klima und Gesundheit darstellt und auf den Punkt bringt. Jetzt sind wir sehr gespannt, welche Weichen die Politik stellen wird, um das Ganze in der Balance zu halten. Aber es kommt nicht nur auf die Politik an, sondern jeder Einzelne kann auch etwas dazu tun, damit dieses Verhältnis zwischen Ernährung, Klima und Gesundheit einigermaßen in der Balance bleibt und wir zu einer klimafreundlichen, nachhaltigen und gesunden Ernährung kommen. Darüber möchte ich jetzt mit zwei prominenten Persönlichkeiten sprechen, die sich sehr aktiv für dieses Thema einsetzen, die sich hervorragend damit auskennen. Freuen uns riesig, dass Sie dabei sind. Sie sind beide digital zugeschaltet und ich begrüße ganz herzlich Dr. Eckart von Hirschhausen, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Ich glaube, da steht die Schalter noch nicht ganz, wenn ich das hier richtig sehe. Dann kommt er gleich. Er war jedenfalls schon im Bilde. Da ist er. Ja. Hallo Eckart, grüß dich. Hallo, hi. Da bist du. Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, du willst jetzt nicht die ganze Zeit draußen bei den Temperaturen zugeschaltet bleiben. Nein, ihr seht es hier. Ich bin in Düsseldorf beim Nachhaltigkeitspreis und hätte eigentlich schon längst auf dem Zimmer sein müssen, um eine stabile Verbindung zu haben. Aber ich kann euch super hören und sehen und freue mich, dass Christian Rach ja auch schon in der Leitung ist. Hallo Eckart. Genau. Gut, dann richte du dich erstmal ein. Wir machen hier erstmal weiter. Und wenn die Leitung richtig gut und stabil ist, dann reden wir miteinander. Ich will zunächst mal Christian Rach vorstellen. Prominenter Koch, Moderator, Fernsehmacher und Autor ist bei uns. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch darauf vorbereiten, dass wir am Ende dieses Gesprächs gerne eine kleine Umfrage mit Ihnen zu diesem Gespräch machen möchten. Bitte loggen Sie sich dazu dann wieder bei Slido ein. Da können Sie an der Umfrage teilnehmen. Das machen Sie über www.slido.com mit dem Eventcode Machbar2021. Machbar2021, dann sind Sie bei Slido dabei. Ja, ich würde gerne mal fragen, Herr Rach, Sie lieben ja die Kochkunst, nicht nur im Restaurant, sondern auch in vielen TV-Shows vor der Kamera. Ihr Restaurant Tafelhaus hat über 20 Jahre hinweg einen Michelin-Stern gehalten. Aber neben Ihrer Fernseharbeit und Restaurantarbeit engagieren Sie sich auch für viele Projekte für eine gesunde, lokale und nachhaltige Ernährung. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig? Was motiviert Sie, damit zu machen? Naja, es ist das wichtigste Thema überhaupt, was es im Moment gibt. Und das heißt ja auch machbar, unsere Veranstaltung hier. Und alles hängt mit allem zusammen. Wir haben das ja auch gerade bei den ersten beiden Gesprächspartnern gehört, bei Frau wie hieß sie am Aufreger? Frau Auerfrege, genau. Auerfrege, genau, ja. Und Herrn Schneider. Und das war ja unglaublich spannend. Und man sieht, dass die ganzen Positionen gar nicht so einfach sind und was man alles berücksichtigen muss. Und ich denke, man kann da noch viel radikaler denken oder man muss noch radikaler denken, auch mit den Lösungsmöglichkeiten. Und es geht nicht um Verbote oder sonstiges, sondern es geht um Lösungen. Und es gibt Lösungen, die man zumindest mal denken muss. Denn was man nicht denkt, kann man nicht verwerfen. Nun haben wir eben schon das Stichwort angesprochen, man muss das Bewusstsein erst einmal verändern. Jetzt haben Sie in Rachs Restaurantschule zum Beispiel Männer und Frauen mit eher schwierigem Hintergrund gehabt und ihnen versucht, das Kochen beizubringen, also sie zum Koch auszubilden. Dass nicht jeder weiß ja, gute Qualität und Nachhaltigkeit per se zu schätzen. Es ist mitunter ein langer Weg dahin. Das wurde da auch deutlich. Wie kommt man dazu, das Bewusstsein zu ändern und eine Achtsamkeit für den Wert von gesundem Essen zu schaffen? Ja gut, das ist natürlich schon die ganze Gretchenfrage, die Sie da stellen. Ich springe mal zurück. Wir liegen ja im föderalen System. Und das bedeutet, wir haben 16 Bundesländer mit 16 verschiedenen Interessen. Und diese Interessen, die sind hauptsächlich in der Bildungspolitik
tituliert. Und wenn wir sehen, wie schwer das in dieser Pandemie jetzt war, auf einen Nenner zu kommen, dann werden da die Probleme deutlich. Wir können nicht, wie es im Moment immer passiert ist, Abitursarbeiten angleichen, indem man in der 11. und 12. Klasse versucht, einen Pool zu schaffen, in dem sich die Bayern, die Schleswig-Holsteiner, die Niedersachsen und auch die Thüringer bedienen. Das funktioniert nicht. Wir müssen in der 1. Klasse anfangen, um Bewusstsein und um ähnliche Bildungsniveaus zu schaffen. Das heißt, wir brauchen einen massiven Eingriff in das föderale System. Und dann brauchen wir meines Erachtens ein neues Fach, das irgendwie Leben, Energie, Umwelt, Politik und Klima alles zusammen einpackt. Das heißt, in der 1. Klasse müssen wir damit anfangen. Wir können nicht per Verordnung heute sagen, ab morgen interessiert uns das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr, sondern wir müssen ein Bewusstsein für die Zusammenhänge im Leben zwischen Klima, Ernährung und auch unserem Wohlstand vor allen Dingen schaffen. Und das ist die Aufgabe, die große Aufgabe der Politik. Und wir haben jetzt die Chance, mit der neuen Ampelregierung das umzusetzen. Warum? Wir haben 16 Bundesländer und wir haben, ich glaube, da kommt der Eckhardt schon, oder? Ich bin die ganze Zeit da. Du bist die ganze Zeit da, okay. Ich bin begeistert von deinem Optimismus, dass jetzt alles besser wird mit der neuen Regierung. Nein, das ist nicht ein Optimismus, das ist eine Aufforderung. Das ist eine ganz klare Aufforderung. Ja? Wir haben 16 Bundesländer. 9-mal haben wir die 2 der Ampelparteien in der Regierung dabei. Wir haben 8-mal Führung durch die Ampel. Das heißt, wenn wir an dieses ganze System herankommen wollen, dann haben wir jetzt die Chance, das zu machen. Weil eigentlich müsste diese Überzeugung in der Regierung ja da sein. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir dann sagen, weil wir rechnen bei Kohleausstieg, wir berechnen bei der Drew-Cost-Kampagne und überall immer in 10-Jahres-Schritten. Das heißt, das ist genau eine Schulzeit. Wenn wir jetzt anfangen, in 2 Jahren mit der Klasse 1 das neu zu etablieren, gute Curricula zu erzeugen und alle auf einem Niveau zu bringen, das heißt die medizinischen Auswirkungen, nicht in der 1. Klasse natürlich, da hat man wunderbare Pädagogen, die das spielerisch den Kindern beibringen, wie das Leben funktioniert. Wenn wir dann aber zusammenhängen zwischen Leben, Umwelt, Medizin, Ernährung, Zucker, Weizen, Mehl, Fett und so weiter und so fort herstellen, dann haben wir eine Chance, Bewusstsein zu machen, weil das geht nicht über Zeitungsartikel und es geht nicht über eine Fernsehsendung. Mhm. Ja, da war schon unglaublich viel drin. Viele dieser Aspekte wollen wir gleich nochmal vertiefen, aber ich möchte jetzt erst nochmal Eckhardt von Hirschhausen ansprechen und nochmal verstehen. Eckhardt, wie kommst du zu diesem Thema eigentlich? Also, dass du dich als Arzt für die Themen Gesundheit und Ernährung interessierst, ist klar, aber das Thema Klima auch noch mitdenken. Warum ist dir das Thema so wichtig? Was motiviert dich daran? Ich hatte ein Aha-Erlebnis, das war auch hier auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis zwischen 4 Jahren, da durfte ich die Jane Goddard interviewen. Und Jane ist ja Schimpansenforscherin und die stellte mir dann mitten im Interview eine Frage, die mich seitdem nicht mehr loslässt und die ich gerne hier auch in der Machbarkeitskonferenz mit allen teile. Nämlich, sie guckte mich aus ihren 85-jährigen weisen und etwas melancholischen Augen an und sagte, wie kann das sein, dass wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause. Da habe ich erstmal geschluckt und geschwiegen und seitdem bin ich auf der Suche nach guten Antworten. Meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen ist Teil der Antwort. Mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ist Teil der Antwort. Und auch mein Engagement vor und hinter den Kulissen bei den verschiedenen Institutionen ist sozusagen Teil der Professionalisierung von diesem Engagement, was ich da seitdem gespürt habe. Der Schlüssel zu, warum dieser Ernährungsaspekt so wichtig ist, ist, dass wir zum einen persönliche Entscheidungen treffen können. 3-mal am Tag können wir über den Tellerrand gucken, wenn wir unseren Teller bestücken. Ich habe den Jonathan Safran Foer auch interviewt, der dieses Buch Tiere essen und wir sind das Klima gemacht hat. Der hat mich auch drauf gebracht, wie kriegt man das persönlicher, wie kriegt man das auch ins Commitment. Und er sagte, bevor wir immer so eine Spaltung der Gesellschaft, gerade beim Ernährungsthema sind wir Deutschen ja gerne extrem ideologisch unterwegs. Da können sich Leute lange streiten, was ist gesünder, 3-4-Kornbrötchen oder 4-3-Kornbrötchen. Und da gibt es dann auch diesen schönen Witz, woran erkennt man einen Veganer? Du musst ihn nicht erkennen, er sagt es dir. Also wir spalten die Leute in gut und schlecht, je nachdem, wie sie sich ernähren. Und der
das Ziel müsste eigentlich sein, und da bin ich auch sehr auf der Seite von Christian, dass das was mit Bewusstsein, aber auch mit Routinen zu tun hat. Wenn wir es schaffen würden, 80% der Menschen davon zu überzeugen, 2 von 3 Mahlzeiten am Tag ohne tierische Produkte hinzukriegen und eine machen sie, was sie wollen, hätte man einen viel, viel größeren Hebel. Das heißt also, ich glaube an 2 Dinge. Das eine ist tatsächlich natürlich die Bildungsfrage und auch die Gerechtigkeitsthemen, auch mit dem globalen Süden. Da bin ich sehr froh, dass Brot für die Welt und Miseria heute auch hier bei der Konferenz diese Stimme vertreten. Aber auf der anderen Seite eben auch uns klarzumachen, welche Gesundheitsvorteile wir hätten, zum Beispiel durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Der Lancet Climate Countdown rechnet das vor, wir könnten 150.000 Menschenleben jedes Jahr in Deutschland retten, wenn wir mehr Pflanzen als Tiere essen. Und dann verstehe ich nicht, warum wir das immer noch unter Verzicht framen. Das heißt also, auch da gibt es in den politischen Rahmenbedingungen ganz viel zu tun. Mein Lieblingsbeispiel ist Kopenhagen, eine Stadt, die einfach verordnet hat, 80% in unseren Kantinen, in der Mensa, in der Schule wird Bio eingekauft. Und automatisch gewöhnen sich Kinder schon seit der Kita an, aha, so ist gutes Essen, so ist gesundes Essen. Und was dir früh in deinem Leben geschmeckt hat, das behältst du meistens auch als Routine bei. Genau, aber du sagst es ja genau richtig, Eckhard, entschuldige, dass ich da gerade reingehe. Das müssen wir aber, das Bewusstsein müssen wir pflanzen. Du kannst eigentlich diese Diskussion kaum mit einem 55-Jährigen führen und dann eine Überzeugung haben, sondern wir müssen, wenn wir es nachhaltig haben wollen und wenn wir es wirklich auch spielerisch in der Überzeugung generieren wollen, dann müssen wir da bei der Einschulung mit anfangen. Und deswegen, vorher schon, ja. Genau. Und wir wissen ja, dass fast 60% der Krankenhauseinlieferungen irgendwie ernährungsbedingt sind. Das heißt, das muss man sich auch mal volkswirtschaftlich als Schaden vorstellen und nicht. Und dazu kommen natürlich noch die gesamten Umweltkosten, die da überhaupt nicht, und Folgekosten, die damit überhaupt nicht berücksichtigt sind. Das heißt, es spricht eigentlich alles dafür, das anders zu machen. Und du hast es ja auch schon richtig gesagt, es geht nicht um Verbote, sondern es geht darum, eigentlich den Menschen den Mund wässrig zu machen nach diesem Neuen, nach dem anderen. Nun sind wir ja nicht mehr auf dem Stand wie vor 10 Jahren. Ne? Also Eckart, wenn wir uns die Lebensmittelregale anschauen, da sind natürlich sehr viele Bioprodukte, ökologische Produkte schon dabei. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Wenn du mit Menschen sprichst über diesen Zusammenhang Ernährung, Klima, Gesundheit, was ist da im Bewusstsein über diesen großen Zusammenhang denn schon verankert? Ist schon immer noch eine Elitendiskussion. Und das ist der Grundfehler. Also die, ich habe vorhin auch sehr aufmerksam zugehört bei dem Punkt True Cost. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum wir nicht in den Pflichten, wie man ein Lebensmittel im Supermarkt deklarieren muss, auch den CO2-Abdruck mit einpreisen. Also, wenn ich wüsste, und dass auf dem Etikett klar steht, dass eine Fleischsuppe 10-mal so viel CO2 im Rucksack hat wie eine Gemüsesuppe, dann frage ich mich als Konsument doch sofort, Mensch, schmeckt mir die denn 10-mal so gut? Oder reicht es auch einmal die Woche oder alle 2 Wochen? Und da können wir uns auch zurückerinnern an das, was unsere Großeltern gegessen haben. Da gab es einen Sonntagsbraten, das war was Besonderes, das war was Festliches, das war eine Belohnung. Und man hatte auch eine Idee, wo das Fleisch herkam. Und unter der Woche gab es Gemüse und gab es sozusagen fleischfreie Kost. Das war gar nichts Besonderes. Das heißt also, wenn wir uns klar machen, dass diese Überflussdiskussion eigentlich eine Sache der letzten 50 Jahre ist, dann kann man auch anknüpfen an Traditionen, die immer noch in Teilen der Bevölkerung verankert sind. Wie können wir denn, Herr Rach, dieses ganze Thema besser kommunizieren vielleicht? Welche Rolle spielen da die Medien? Was erleben Sie? Läuft das schon gut? Können wir da mehr machen? Ja, das ist natürlich das Hauptanliegen, das Hauptproblem, die Kommunikation. Die klassischen Medien werden ja von einem Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Das heißt vor allem von dem jungen Teil der Bevölkerung. Ich hatte mit Eckhard ja letzte Woche, als wir alle drei ein kurzes Vorgespräch haben, da war ich gerade in Berlin bei einer Veranstaltung von Google mit jungen Influencern, die Millionen von Followern haben in ihrer eigenen Bubble. Und mit denen habe ich dann natürlich über Ernährung gesprochen. Die machen alle Werbung für irgendein Game, für irgendeine Modemarke, für irgendein
ein dummes Zeug. Keiner macht Werbung für diesen Change. Das heißt, die Ansprache, die wir da generieren müssen, ist nicht nur die Zerstörung der CDU, wie das ja dieser Rezo dann gemacht hat, was ja millionenfach geklickt wurde, sondern auch die Sicherung unserer Welt. Das ist eine Sache, wo die YouTuber, wo die Influencer einfach mit ins Boot genommen werden müssen. Das können wir nicht per Verordnung machen, sondern per Überzeugung. Das heißt, wir müssen diesen Menschen, die da einen so großen Einfluss darauf haben, welche Turnschuhe, welches T-Shirt getragen wird, welchen Mantel oder was man singt oder welche Musik man hört, die haben die größten Einflüsse überhaupt. Die müssen wir dazu bringen, genau das, was Eckart ja gerade richtig gesagt hat, dass die Fleischsuppe einen 10-mal größeren klimatischen Fußabdruck hat als eine Gemüsesuppe. Das müssen wir da in diese Kanäle hineinstreuen. Das nutzt nichts, das im Heute-Journal oder in der Tagesschau mal zu erzählen oder mit irgendeiner Marktsendung das mal zu machen. Das erreicht die jungen Menschen überhaupt nicht. Und wir müssen an die jungen Menschen ran, wenn wir den echten Change haben. Eckart, glaubst du auch, dass die sozialen Medien da ein guter Hebel sind, um anzusetzen? Ja, klar, weil es sehr stark darum geht, dass der Ernährung auch nicht nur was mit Sattmachen zu tun hat, sondern mit Identität. Also wie stark definiere ich mich auch über das, was ich esse, was ich koche. Und ich bin ja der Machbar-Konferenz jetzt schon dankbar, weil ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass Christian derartig tief in dem Thema drin ist und ich spüre sozusagen sein Herzblut da. Und das ist ganz wichtig, dass sich ganz viele Menschen sowohl in den Medien als auch in den Fachgremien viel, viel stärker vernetzen. Weil ich bin selber jetzt seit 3 Jahren mit dieser Thematik intensiv dran und auch Botschafter zum Beispiel für globale Gesundheit, für BMZ. Also ich finde diese Frage, was richtet unsere Ernährungsgewohnheiten auch in anderen Ländern dieser Erde jeden Tag für unglaublichen Schaden an? Das finde ich auch wesentlich. Zum Beispiel finde ich auch interessant, wie kann denn auch eine Insektennahrung hip werden? Ja, also ich habe neulich mich mit der Welthungerhilfe getroffen, habe ich einen Menschen aus Nigeria interviewt und der erzählte ganz begeistert, wie es völlig selbstverständlich war, Heuschrecken zu essen. Ja. Und wenn man sich diese Frage anguckt, die Christian gerade aufgeworfen hat, wie werden sozusagen auch Trends gesetzt, ist ein, das will ich noch einmal kurz loswerden, ein echter blinder Fleck, dass ungefähr ein Fünftel der weltweiten Fleischproduktion für Hunde und Katzen draufgehen. Also wir verfüttern bestes Fleisch, wofür andere Tiere gelitten haben, wofür andere Tiere, wofür Riesenackerflächen gebraucht werden. Das verfüttern wir unseren Tieren. Und früher war es klar, dass ein Hund oder ein Schwein hinten am Restaurant dran war. Die haben die Reste gekriegt. Das hat auch alles gut funktioniert. Und heute meinen wir, denen das allerbeste Filet artgerecht servieren zu müssen. Also da sind so viele Perversitäten in einer Welt, wo wir 2 Milliarden Menschen haben, die Übergewicht haben und 1 Milliarde, die hungert. Also das ist wirklich eine Überlebensfrage. Da bin ich voll bei Christian. Ja, wir müssen nur aufpassen mit den Insekten. Das ist natürlich immer wieder ein Thema, was so gerne aufploppt und was in vielen Ländern, Kontinenten der Welt ihre Berechtigung hat. In Europa wissen wir, dass wir 600 Millionen Vögel zu wenig haben. Warum haben wir 600 Millionen Vögel zu wenig? Weil wir keine Insekten mehr haben. Warum haben wir keine Insekten mehr? Weil wir eine intensive Landwirtschaft betreiben, die mit Pestiziden und von Monsantos dieser Erde alles, was da kreucht und fleucht, getötet wird. Das heißt, das ist schon ein Ding, und da können wir nicht jetzt so sagen, Insekten sind die Lösung. Das ist ein Teil dessen, wenn wir gerade den Eat Lancet Report natürlich lesen, wo da ja auch mit drin vorgeschlagen wird. Aber das rettet uns jetzt heute hier natürlich überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt den Menschen, die skeptisch sind, diesem Change noch mit Insekten essen kommen, dann schalten die also gleich ab. Du hast ja recht, was das Protein und die Eiweiße angeht. Es gibt nichts, was da schneller verwertet werden kann wie dieses. Aber ich denke, das ist ein Fourth-Schritt. Ja? Das heißt, da müssen wir ein bisschen mitwarten. Was du hast am Anfang ein bisschen den Kopf geschüttelt, wo ich gesagt habe, wir müssen an das föderale System heran in der Bildungspolitik. Ich glaube, da natürlich mit allen Ministern, mit denen ich gesprochen habe, und ich war mit in der Initiative Zu gut für die Tonne, als das vor über 10 Jahren gegründet wurde. Und alle haben sie gesagt, es gibt zum Beispiel in den USA den Good Samaritan Donation Act, das hat Bill Clinton damals eingeführt. Und
Das geht es darum, dass zum Beispiel Supermärkte Lebensmittel, die über sind, weggeben können und aus dem Haftungsrisiko befreit werden, wenn die noch alle gut verbrauchbar sind, also noch ohne, dass es verdorbene Lebensmittel sind. Da wurde ich immer gesteinigt von jedem der unterschiedlichen Ministern, und es waren, glaube ich, 4 Stück in dieser Zeit, die das Ministerium begleitet haben, sagt, oh, Herr Rach, wenn wir da rangehen, dann möchte ich die Sozialpartner, sprich zum Beispiel Herr Schneider mit seinen Leuten sehen, die dann dagegen revoltieren. Wir müssen aber wegkommen von dieser Lebensmittelverschwendung. Wir haben 18 Millionen Tonnen Lebensmittel, und zwar noch brauchbare Lebensmittel. Es gibt ja Dinge, die man nicht mehr verwenden kann. Die sind da rausgerechnet. 18 Millionen Tonnen noch verwertbare Lebensmittel, die jedes Jahr in Deutschland in der Tonne landen. Genauso, unser Thema heißt ja auch Verbindung mit Klima. Wir haben in Deutschland 129 Kilowattstunden Energieverbrauch pro Person. Pro Person. 129 Kilowattstunden am Tag. Am Tag, nicht in der Woche oder im Monat, sondern am Tag. Und von diesen Dingen müssen wir weg. Wir müssen aufhören mit der Lebensmittelverschwendung. Wir müssen aufhören mit dieser unendlichen Energieverschwendung. Das heißt also, das sind die großen Aufgaben. Und da muss der Staat vorangehen. Und da kann der Staat auch vor allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. Genau, wenn ich ein paar Beispiele nennen soll, dann gerne. Ja, genau, darüber sollten wir noch mal konkreter sprechen. Also wie müssen denn die politischen Rahmenbedingungen aussehen? Was muss sich strukturell ändern, damit wir diesen sehr großen, langen, steinigen Weg nun auch gehen können? Herr Rach, Sie haben gesagt, es ist ein gutes Momentum mit der neuen Bundesregierung. Genau. Wo setzen wir jetzt an? Was sind jetzt die ganz großen, wichtigen Weichen, die gestellt werden müssen? Genau, ich habe ja gesagt, wir müssen ein neues Schulfach haben, und zwar von der ersten Klasse und nicht erst in Klasse 11 und 12, wenn die Jungs und Mädels nachher alle Abitur machen. Und dann gibt es natürlich auch so einen Spruch, ich habe es mir noch irgendwo aufgeschrieben, da steht, pass ich auf, wie heißt es, keine Energiewende ohne gute Hände. Das heißt, wir sagen alle, wir machen nachhaltige Energiesysteme zu Hause, wir bauen das hin und dann ist das Gerätchen kaputt und dann finden wir keinen Techniker, der da irgendwas machen kann. Das Zweite, es gibt kaum einen größeren Immobilienbesitzer in Deutschland als die Bundesrepublik Deutschland selber mit ihren öffentlichen Gebäuden und so weiter und so fort. Das heißt also, da kann der Staat, der sollte nicht nur den Häuslebesitzer Auflagen machen, sollte zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen, die auf seinen eigenen Dächern, auf den Dächern der staatseigenen Immobilien da sind, da könnte der Staat mit richtig vorangehen. Es gibt großartige Forschungen von dem Fraunhofer-Institut, das nennt sich Agrivoltaik. Und da, was wird damit gemacht? Man macht riesige Voltaikanlagen über die Felder. Das wird alles total kontrolliert. Wir haben Flächen ohne Ende. Wir müssen nicht Zehntausende von neuen Windrädern bauen, sondern wir haben einen mehr Effekt über solche Anlagen. Woran scheitert das Ganze? Die duale Flächennutzung ist durch gesetzliches Regelwerk nicht vorgesehen. Kein Anspruch auf EU-Agrarsubventionen für die Landwirte, die das machen. Und es gibt keine Einspeisvergütung für die viele Energie, die da erzeugt wird nach dem EEG-Gesetz. Das heißt, das sind alles Aufgaben, was die Regierung ganz konkret angehen kann, wo nur Verordnungen geändert werden muss, wo wir einen unglaublichen, schnellen, wirksamen Effekt erzielen können, der vor allen Dingen den Change, weil Klima und Landwirtschaft hängt 1:1 zusammen, mit nur positiv beeinflusst. Jetzt sind hier eine ganze Reihe von Fragen aufgelaufen. Entschuldige, Eckert, Zuschauer, die Teilnehmer interessiert das alles brennend, was ihr erzählt. Und es wird nachgefragt. Und ich würde gerne ruhig ein, zwei Fragen gern mal weitergeben, weil das passt gut zu dem, was ihr gesagt habt. Stichwort Eltern. Eltern agieren als Vorbild für die Ernährung ihrer Kinder. Wie lassen sich Eltern noch besser von gesunder Ernährung und weniger Fleisch überzeugen? Hast du Erfahrungen damit gemacht? Ja, ich mache gerade für eine Krankenkasse das Programm Fit for Future, wo wir sozusagen Prävention ganz konkret auch in die Schulen bringen und in die Kitas. Und interessanterweise kann man oft über die Kinder dann wiederum die Eltern erreichen. Also das geht in beide Richtungen.
Natürlich, es gibt von Karl Valentin diesen herrlichen Satz, man kann Kinder nicht erziehen, die machen einem eh alles nach. Und das geht natürlich auch los bei den Erzieherinnen und Erziehern, wenn dort der Anteil von schwer Übergewichtigen, von Rauchenden, von Menschen, die sich sehr ungesund verhalten, selber sehr hoch ist. Und das ist einfach auch eine Frage von Wertschätzung, von Gehaltsstrukturen, von wer macht diese Arbeit. Dann haben Kinder schon von Anfang an sozusagen falsche Vorbilder. Deswegen finde ich das wichtig, zu einmal sich klarzumachen, dass die Ernährungsbiografie, würde ich auch Christian gerne ergänzen, nicht erst mit der Schule beginnt, sondern die beginnt im Mutterleib. Wir wissen heute aus der Forschung ganz viele spannende Sachen, dass zum Beispiel eben die Ernährungsweise der Mutter während der Schwangerschaft schon prägend ist für spätere Erkrankungsrisiken. Das Alleroffensichtlichste ist zum Beispiel Alkohol in der Schwangerschaft. Ich habe in der Kinderneurologie gearbeitet mit Menschen mit Behinderungen, sprich mit fetalem Alkoholsyndrom. Das sind alles Kommunikationsthemen, wo ich denke, ja, das muss eigentlich viel, viel früher klar sein. Das heißt, die Biografie, was ich esse, was ich mag, was ich nicht mag, wie dick ich werde, wie aktiv ich werde, das geht schon im Mutterleib los. Und dieser Gesamtblick, und das ist auch mein Frust in der Arbeit mit meiner Stiftung, den hat eben keiner. Du redest einmal mit dem Bildungsministerium, dann redest du mit dem Gesundheitsministerium, dann redest du mit dem Entwicklungsministerium, wo was sozusagen die internationale Zusammenarbeit geht, dann redest du mit dem Umweltministerium über diese Fragen, mit dem Landwirtschaftsministerium, da wirst du bekloppt. Und deswegen halte ich im Moment tatsächlich diese Möglichkeit, neue Ministerien zu kombinieren und Kompetenzen zusammenzulegen, für hoffnungsvoll, sagen wir mal so. Und natürlich ist auch, ja, genau, so viel dazu. Eckart, du kennst das Woodstock Festival, da wurde ja Crosby, Stills, Nash & Young ganz groß, unsere Generation. Und da gab es ja eine Refrain, Parents teach your children well and children teach your parents well. Das heißt also, wir haben da schon eine Wechselwirkung von Eltern und Kindern und Kinder zu den Eltern. Und wir müssen da natürlich ganz, ganz früh mit anfangen, da hast du völlig recht. Und die Vorurteile, das war ja die Frage von Frau Frohloff, wie kommen wir mit den Eltern da klar, sind es ja immer dieselben Argumente, die da fallen. Ich kann mir gute Ernährung oder gesunde Ernährung nicht leisten. Das ist immer das große Argument. Also dann ist das zweite, ich habe überhaupt keine Zeit und mein Mann und ich, wir arbeiten und wir haben überhaupt keine Zeit, dann auch wenn wir es uns vielleicht leisten können. Und das dritte Totschlagargument ist ja, wenn ich vielleicht mir noch ein bisschen was leisten kann und auch vielleicht mal noch 20 Minuten Zeit hätte, ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Und ich will überhaupt da jetzt keine Wärmer, ich aber auch mal. Genau diese, weil diese Problematik wurde immer wieder an mich herangeführt. Ich habe mal gesagt, okay, geht es mit 5 Euro, sich nachhaltig zu ernähren, und zwar mit 4 Personen. 5 Euro, nicht 20 Euro am Tag, sondern mit 5 Euro. Ich habe 70 verschiedene Menschen aus ganz Deutschland eingeladen. Wir haben eine kleine Kamera dabei gehabt, haben das alles aufgenommen. Und daraus ist gekommen, ich habe im Schnitt pro Person am Ende des Tages für nachhaltige Ernährung 2,30 Euro ausgegeben. Das heißt also 2,30 Euro, wenig Fleisch, wenn Fleisch, 80 Gramm mal Geflügel, wenn mal eine Beinscheibe vom Rind, dann da 3 Tage, was anderes draus gemacht, viele Hülsenfrüchte. Du kennst das als Mediziner, der auch gerade sich mit Ernährung gut auskennt, umso besser. Das Ganze haben wir in einem Buch gemacht. Ich habe alle Quittungen für jeden Einkauf aufgehoben. Ich wollte es nennen Rachs 5-Euro-Küche. Das wurde nicht genehmigt, weil natürlich in Hamburg vielleicht die Preise anders sind als in Frankfurt, in Berlin oder München. Das heißt, man hätte so ein bisschen juristisches Problem gehabt. Also haben wir es genannt Rachs Küche für jeden Tag. Keine Reklame für das Buch, sondern nur für das, es geht. Aber wir müssen wissen, wie es geht. Das heißt, und wir müssen auch in der Lage sein zu sagen, 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde Zeit, die nehme ich gerne an und die mache ich dafür, mich, meine Lieben und die Kinder, für unsere Gesundheit, die setze ich gerne dafür ein, weil einkaufen muss ich auch tiefgefrorene oder Fertigfood sowieso.
Ja, trotzdem doch mal die Frage auch an dich, Eckart. Wie schaffen wir es, dass sich eben auch Geringverdiener Lebensmittel aus dem Ökoladen leisten können? Das mag sein, dass das funktioniert. Viele wissen aber vielleicht nicht, wie man es schafft, mit 2 Euro noch was tatsächlich auszukommen. Das ist ja schon wirklich eine Leistung, oder, Herr Rach? Frau Frohloff, ja, ich will Sie da nicht an der Frage an Eckart unterbrechen. Aber es geht nicht um Öko, sondern es geht um viel Gemüse. Und das möglichst nachhaltig. Aha. Lassen wir das, den Begriff Öko mal davon weg, weil das ist dann gleich schon wieder so ein bisschen belastet mit allem möglichen, also Vorurteilen. Sagen wir mal eine frische Küche. Ja? Mhm. Aber wenn Sie Fleisch nehmen, dann bitte nachhaltig und Demeter. Und wenn Fisch, dann mindestens MSC-zertifiziert. Und der Rest, wenn es aus der Regionalität kommt, ist es nicht immer gut, aber öfters besser, als wenn Sie internationale Dinge importieren. Okay. Ich wollte letztendlich darauf hinaus, Eckart, wie kann Politik über die Preisgestaltung möglicherweise hier auch einwirken? Da gibt es ja auch Beispiele aus anderen Ländern, Stichwort Zuckersteuer und so. Siehst du da auch einen Hebel hier in Deutschland? Auf alle Fälle. Also so sehr ich sagen immer auch als Wissenschaftsjournalist daran glauben möchte, dass Menschen sich verändern durch Einsicht, ist die Evidenz der Wissenschaft eindeutig in die andere Richtung. Menschen verändern sich durch Rahmenbedingungen. Menschen verändern sich durch Nudging, durch Kaufanreize und durch Routinen. Und deswegen werde ich immer politischer. Der Thilo Bode von Foodwatch geht jetzt gerade in Pension, hat auch nochmal ein tolles Interview im Spiegel zum Nachlesen gegeben, wie unterschätzt eben dieser Hebel ist. Und mit der letzten Landwirtschaftsministerin hatten wir da auch echt Pech, weil die eben auch überhaupt an diese Hebel nicht ran wollte. Andere Länder machen das sehr deutlich vor, zum Beispiel England, wo es, weil ja zuckerhaltige Limonaden ein absoluter Treiber von Adipositas, sprich von krankhaftem Übergewicht sind, haben die einfach festgelegt, Mehrwertsteuer wird differenziert nach dem Zuckergehalt. Das heißt, wer meint als Hersteller, ich muss da irgendwie auf 100 Milliliter Wasser 20 Gramm Zucker reinschmeißen, muss dann eben auch eine höhere Mehrwertsteuer dafür bezahlen. Und schlagartig haben sich alle Hersteller, Überraschung, Überraschung, sehr schnell bereit gefunden, den Zuckergehalt zu senken. Das hat in Mexiko funktioniert. Also wofür sind Steuern da, um etwas zu steuern? Deswegen ist es auch Quatsch und da bin ich auch voll auf Christians Seite. Wir müssen nicht sozusagen immer Öko ist was für Besserverdienende diese Gleichung aufmachen. Vieles Essen ist krankhaft subventioniert. Also wir machen nicht nur nicht das Richtige, wir finanzieren immer noch mit Milliarden Steuergeldern, auch auf EU-Ebene, das völlig Falsche. Und morgen kommt Ursula von der Leyen hier auf den Nachhaltigkeitstag. Ich horch mal, wie da auch ihr Green Deal mit diesem Thema verknüpft ist, weil auch in der EU-Ebene läuft oft Landwirtschaftspolitik völlig getrennt von Umwelt- und Klimafragen und dann wieder wird so getan, als wäre die Energiewende nur ein technisches Problem. Auch diese ganze Energie, Mais und diese Monokulturen, die mit diesem Irrsinn von wir packen irgendwie die Pflanzen in den Tank und so weiter, da gibt es immer noch Milliardensubventionen für die völlig falschen Sachen. Also Geld ist in dem System da. Und wir haben noch, na, ganz kurz den Gedanken noch, weil wir ja auch schon über der Zeit sind. Ich glaube sehr stark daran, dass man mit Rahmenbedingungen sehr, sehr schnell Menschen verändern kann. Also auch im positiven Sinne. Erstens tatsächlich verschiedene Mehrwertsteuersätze. Dann ist Bio-Essen ist oft nicht teurer als anderes. Es ist einfach nur nicht im gleichen Maße subventioniert. Also da muss man sagen, echte Kosten, auch Folgekosten, auch CO2-Preise. Was ist eigentlich an Dünger, an Energie mit drin und so weiter und so fort. Hätten wir endlich einen hohen CO2-Preis, würde sich ganz, ganz viel von der Diskussion auch umdrehen. Und der dritte Hebel, ich bin ja nun mal Arzt, warum gibt es in Krankenhäusern immer noch Essen, das einen echt krank macht? Ja? Warum gibt es nicht Vorschriften, dass gerade in Institutionen wie Kitas, wie Schulen, wie Krankenhäuser ein bestimmter Level Vorschrift ist? Ja? Und Christian, du hast vorhin die Bundesregierung als Landbesitzer erwähnt. Ich möchte auch unbedingt... eine der Riesen-Landbesitzer ist auch die katholische Kirche. Genau. Könnten die nicht, da gibt es zum Beispiel eine tolle Idee, fair pachten, also mit F vorne geschrieben, kann man nicht auch die Menschen, die immer sagen, wir haben ein Menschenbild, wir haben Bewahrung der Schöpfung auf unserer Agenda, kann man die nicht viel mehr bei ihren Werten, um nicht zu sagen, bei ihren Eiern packen und zu sagen, Leute, wenn ihr das behauptet, dann zeigt uns das mal und vermietet und verpachtet eure Riesenflächen nur noch
an eine Art von Landwirtschaft, die auch tatsächlich nachhaltig und enkeltauglich und zukunftsfähig ist. Gesunde Menschen gibt es nur auf der gesunden Erde. Ja, ja. Du hast es ja völlig richtig gesagt, Mehrwertsteuersatz, zum Beispiel 7% auf gesunde Lebensmittel. Und im Moment in der Pandemie sagen wir immer, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Diese wissenschaftliche Erkenntnis, was ungesunde Lebensmittel sind, was degenerierte Weise Mehle sind, was Fette sind, Transfette sind und was viel Zucker darstellt und Auswirkungen hat, das wissen wir. Und deswegen, warum nicht die anderen Lebensmittel nur mit 7% versteuern, Mehrwertsteuer, und die, die ungesund sind, bei den 19% lassen. Das wäre ein wunderbarer Hebel. Und nochmal, wenn wir auch zurückkommen auf Widerstände, was Eckart ja auch gesagt hat, was immer da ist. Es gibt in Bayern, man höre und staune, in Bayern gibt es einen kleinen Ort im Oberallgäu, der heißt Wildpolsried. Dieser kleine Ort hat Mitte der 90er Jahre gesagt, wir wollen die Energiewende. Mitte der 90er Jahre hat innerhalb dieser Zeit 24 Millionen Euro investiert in alternative Energien, sprich Windkraft, Photovoltaik und Biogas. Die erzeugen heute 8-mal mehr Strom, als sie selbst verbrauchen, haben ein vollgefülltes Stadtsäckel, und dieses Geld wird den Bürgern wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, und alle unterstützen sie das. Alle Widerstände sind gebrochen worden. Und so könnte es gehen mit Energiewende, weil dieser Strom wird auch in der Landwirtschaft, in der Kühlung, in den Ställen wieder eingesetzt. Das heißt, das ist ein wunderbares Modell. Es spricht nur keiner darüber, obwohl sie schon große europäische Preise damit gewonnen haben. Es wird aber auch in den Medien bei uns nicht wirklich groß gemacht. Es gibt noch einen Ort in Niedersachsen, der ist genauso aufgestellt. Und die verdienen da richtig Geld mit Energiewende und haben damit natürlich auch unglaubliche Vorteile in der Landwirtschaft und in der Nutzung ihrer Flächen. Und du hast es richtig gesagt, die Kirche ist einer der größten Immobilienbesitzer, aller Flächenbesitzer in Deutschland, richtig. Aber ich meinte jetzt Gebäudebesitzer, die Eigentümer im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, die machen jedem Hausbesitzer, machen die da irgendwelche Vorschriften, was er machen soll, aber selber gehen sie nicht voran. Und diese tolle Technik mit der Agri-Photovoltaik, das ist absolut die Zukunft, mit der wir so viele Energieprobleme und landwirtschaftliche Probleme lösen könnten in Deutschland und wo wir dann Technikführer, Weltmarktführer wieder werden könnten. Aber es hindert uns die kleinen Behörden daran, wirklich Gas zu geben. Ich habe gerade heute noch mal ein Gespräch mit dem Fraunhofer-Institut gehabt und heute Vormittag mit Harald Lesch vom ZDF. Und ganz toller, hochintelligenter Kerl. Und der hat genau diese Dinge nochmals bestätigt, beide haben das bestätigt, dass da so viel Lösungspotenzial ist, wo man eben nicht große Trassenbauten machen muss, wo man nicht gegen jeden Kaninchenzüchterverein vorgehen muss und so weiter und so fort. Also es gibt Lösungsmöglichkeiten, die auch nicht teuer sind, weil sie sich selber finanzieren. Mhm. Eckart, du hast vorhin das Kantinenessen angesprochen, gesundes Essen für Gemeinschaftseinrichtungen, Pflege, Krankenhäuser und so weiter. Jetzt hat die Ampel im Koalitionsvertrag, ich habe mir das nochmal genau angeguckt, angekündigt, in der Gemeinschaftsverpflegung die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu etablieren. Ist das ein guter Schritt? Reicht das? Die Standards der DGE sind nichts. Sind mindestens 10 Jahre hinter dem aktuellen Wissensstand, genau. Hinterher, leider. Ganz genau. Und die sind sehr, sehr, schnarchig, oder, Christian? Ja. Ja, hast du völlig recht. Also wenn, müsste man die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin da zu Rate ziehen. Das ist ein großer Unterschied, was viele da durch den Tüdel bekommen. Und du hast auch recht mit deiner Sache, was du über Krankenhäuser gesagt hast. Ich war als Advocatus Diaboli eingeladen bei einem bariatrischen Kongress, also Adipositas ging es da drum. Und da waren die ganzen führenden Chirurgen Deutschlands und die ganzen Krankenhauskaufleute. Und die haben dann, das ist eine Cash-Cow da im Moment. Das heißt, da wird geschnippelt und gemacht. Und dann sage ich zu denen, was macht ihr denn in der Nachbetreuung mit Ernährung und Umstellung? Da passiert so gut wie gar nichts. Und dann habe ich gefragt, und dann gab es einen Professor Löser, Chefarzt Rote Kreuz Krankenhaus in Kassel, Onkologie, der sagt, wir machen bei der Anamnese, fragen wir die Patienten, Patientinnen,
Was ist Ihr Lieblingsessen? Das kochen wir denen. Da hat die Verwaltung am Anfang gesagt, oh, das geht nicht, das ist zu teuer. Das Pius-Hospital in Oldenburg macht das noch so und ich glaube, die Uniklinik in Greifswald macht es noch so. Nur drei Krankenhäuser, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Es gibt keine Habilitation über dieses Thema, wie Krankenhausernährung die Leute krank macht. Die kommen alle mangelernährt an. Man misst Vitamin-, Mineralienhaushalt und kommen noch mangelernährter, gerade nach onkologischen Eingriffen, aus den Krankenhäusern heraus. Das heißt, man raubt denen die Substanz. Und die drei Krankenhäuser, führend Professor Löser, haben festgestellt, dass die Verweildauer der Patienten, Patientinnen in Krankenhäusern signifikant nach unten gedrückt wird über die entsprechende Ernährung, Aufbau mit Mineralien, mit Vitaminen, mit Ballaststoffen dann, wenn es geht. Und dass es vor allen Dingen für das Krankenhausportemonnaie unglaublich günstig war, das so rumzumachen, das war am Anfang mehr Aufwand bei der Aufnahme, aber hinterher hat sich das unglaublich bezahlt gemacht, gab es diverse Töpfe, wo man sich draus bedienen und mit Zuschüssen könnten. Und es gibt keine Habilitation darüber, jedenfalls ist mir keine bekannt, wie das untersucht wird. Das heißt, die Verweildauer in den Krankenhäusern in Bezug auf mit der individuellen Ernährung, das müsste man da angehen. Und das sind, schweifen wir da ein bisschen ab, aber es sind genau die Probleme, die dann natürlich dazu kommen. Genau. Lass uns nochmal sprechen über den Einfluss der Pandemie. Also man hat ja beobachtet, dass während der Pandemie zum Beispiel die regionale Kost und das regionale Einkaufen ein bisschen zugenommen hat. Zumindest in den Großstädten hat man das gesehen. Heißt denn regionales Essen und Einkaufen immer auch gesünderes Essen oder spart es sozusagen nur CO2 wegen der kürzeren Transportkosten? Wie schätzt ihr das ein? Also ich habe in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, mal an dem Beispiel von Äpfeln nachgerechnet, wie das je nach Monat, in dem du einen Apfel kaufst, sogar ökologischer sein kann, einen Apfel aus Neuseeland zu transportieren, als ein Apfel, der regional ist, aber die Zeit dazwischen im Kühlhaus war. Also man kann nicht alles richtig machen. Ein Bereich, über den wir noch kaum gesprochen haben, ist ja Wasser und Getränke. Also was da an Irrsinn passiert, dass man irgendwie den Menschen einredet mit Ideen von Reinheit und Wasser aus den Pyrenäen macht dich von innen heraus schön. Was der unschöne wahre Teil ist, dass dafür wahnsinnig viele LKWs mit dreckigem Diesel durch halb Europa fahren und wir in fast allen Regionen in Deutschland super Trinkwasser aus dem Hahn haben. Also da sage ich mal, der Wasserhahn ist sozusagen die regionale Versorgungsquelle. Das ist auch etwas Unterschätztes, wo wir da Kisten schleppen, wo wir Dreck erzeugen an Stellen, wo wir es nicht sehen. Und da glaube ich halt auch, weil ich ja auch so eine Komikerader in mir habe, wir müssten die Folgen von dem, was wir jeden Tag tun durch unsere Ernährungsentscheidungen, viel, viel deutlicher machen. Mein Lieblingsbeispiel aus meinem Bühnenprogramm ist, wie würde sich der Fleischverbrauch sofort verändern, wenn du an der Supermarktkasse für jedes Kilo Fleisch so ein 20 Liter Eimer Gülle mit ausgehändigt bekommst? Dann sagt die Kassiererin, das haben sie miterzeugt, wussten sie nicht, jetzt wissen sie es, die Felder können nichts mehr aufnehmen, das Grundwasser ist voller Nitrate, die Fische sterben, tut uns leid, wenn Sie das Fleisch wollen, dann müssen Sie das selber entsorgen. Gucken Sie mal zu Hause, vielleicht im Tiefkühler oder im Schlafzimmer, wo Sie noch ein Plätzchen finden. Passen Sie auf, da sind auch noch ein paar antibiotikaresistente Keime drin. Viel Spaß beim Grillen. Sofort würden Leute einmal erschrecken darüber, was sie damit einkaufen und wir würden unser Verhalten verändern. Das ist jetzt ein drastisches, ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber ich glaube tatsächlich, dass wir diese True-Cost-Idee wirklich auch in der Deklaration viel, viel weiter treiben müssen. Sowohl was sozusagen die Kosten rund um die Entstehung sind, sprich zum Beispiel auch beim Wasser, wie teuer ist es eigentlich für andere Menschen, wie teuer ist es für Leute in Evian oder in den Pyrenäen, die plötzlich kein Grundwasser mehr haben und was bedeutet es eben auch global. Und genau, was bedeutet es auch für Menschen im globalen Süden? Diese Zusammenhänge zu sehen, fällt ja schwer. Was kann ich denn machen als Verbraucher, um richtig einzukaufen? Nach welchen Kriterien kann ich Lebensmittel auswählen, um da möglichst das große Ganze im Blick zu haben? Also True-Cost-Studie haben wir schon mehrfach vorhin auch schon angesprochen. Neue Regierung will da Kriterien entwickeln, um den ökologischen Fußabdruck irgendwie nachweisbar zu machen in den Lebensmitteln. Wir haben aber auch gehört, das wird Jahre dauern, bis man da überhaupt die Parameter benannt hat. Also was kann ich dann heute schon tun beim Einkaufen, Herr Rach?
Darf ich Ihnen eine zweigeteilte Antwort geben? Die erste Antwort ist, auch da muss die Regierung wieder ran. Die Ampel hat ja vereinbart 12 Euro Mindestlohn. Okay, soweit, so gut, alles richtig. Wenn nun aber eine Ausschreibung für staatliche Dinge passiert, zum Beispiel Löhne bei den ganzen Kurierfahrern, bei den Lkw-Fahrern, die das alles hin und her machen, und wenn das staatliche Institutionen sind und man bewirbt sich da, dann wird automatisch immer der genommen, der das billigste Angebot hat. Das heißt, der Unternehmer, der sagt, meine Mitarbeiter, die sollen 18 Euro oder 20 Euro verdienen und dann sein Angebot daher abgibt, der kommt mit Sicherheit beim Staat nicht zur Zuge, sondern der Staat ist verpflichtet, per eigenem Dekret den billigsten Anbieter zu nehmen. Das heißt, damit konterkariert der Staat letztendlich seine eigenen Vorgaben, dass er doch anhält, dass wir ein höheres Lohnniveau haben. Da wäre die Schweiz ein gutes Vorbild. Bei der Schweiz wird eben nicht der billigste Anbieter genommen, sondern der zweitbilligste. Das hat natürlich diesen Charme, dass alle, die da mitpitchen, die da mitbieten, nicht wissen, wer bietet was für eine Sache. Wenn jetzt 12 Euro oder 12 Schweizer Franken und der andere macht dann 12,50, jetzt bin ich der billigste. Das wissen wir alle nicht. Und das heißt, da kommt man schon in ein anderes Setting damit hinein. Und ansonsten ist einfach damit sind wir auch dann bereit, an der Theke, wenn wir mehr im Geldbeutel haben, an der Theke mehr zu zahlen für unser Fleisch oder für das Gemüse. Und da kommt die zweite Teil der Antwort, frisch, frischer am frischesten. Damit machen Sie im Prinzip nichts falsch. Und ich bin sehr dafür Öko und für Bio. Aber zuerst einmal sage ich, wenn wir wegkommen von den ganzen vorgefertigten, mit gehärteten Fetten versehenen und mit unglaublichen Geschmacksverstärkern und Zucker versehenen Lebensmitteln, dann haben wir schon viel mehr gewonnen, als wenn wir jetzt noch die Biokeule rausholen, wenn Sie frisch einkaufen und sich danach ausrichten, dann haben wir schon einen Riesenschritt gemacht, auch für unser Klima und für unsere Ernährung. Mhm. Nochmal einen kurzen Seitenschritt. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Wertvolle Proteine liefern ja auch eben Insekten. Ne? In vielen anderen Ländern werden Insekten als Nahrungsquelle genutzt, auch als Hauptnahrungsmittel teilweise, weil die eben einen sehr hohen Nährwert haben. Eine nachhaltige Eiweißquelle sind sozusagen, geringe Umweltbelastung. Und jetzt hat die EU unlängst Mehlwürmer als Lebensmittel zugelassen. Also ist das eine Richtung, in die wir dann vielleicht gehen können? Also Mehlwürmer eher als Insekten, weil Herr Rach, Sie haben schon vorhin erklärt, warum das mit den Insekten vielleicht auch negative Seiten hat. Aber Mehlwürmer, wäre das eine Alternative? Darf ich kurz was sagen? Ja, bitte. Da muss ich mich auch gleich hier verabschieden. Ja. Die Mehlwürmer, Christian, du hast vorhin gesagt, wie auch Pestizide auf den Äckern natürlich dazu führen, dass Insekten fehlen, dass Vögel fehlen und so weiter. Ich glaube, ich war hier vor 2 Jahren auch auf dem Nachhaltigkeitspreis, da gab es ein Start-up, die haben Hundefutter aus, sagen Mehlwurmhaltung gemacht. Das heißt also, die Insektenproteine, um die es hier geht, sind nicht welche, die wir aus der Natur wegnehmen, sondern das wären welche, die wir auch dafür züchten. Und dann sind die auch, weil man ja immer so ein bisschen so ein Ekelgefühl hat, weil man irgendwie an irgendwie Insekten denkt, was, wo waren die vorher, auf welchem Haufen Misthaufen. Haben die vorher gesessen? Misthaufen waren die vorher. Das kann man natürlich auch wirklich sehr, sehr hygienisch auch einwandfrei herstellen. Das braucht natürlich einen Kulturwandel, aber deswegen finde ich diese Idee, da bei Hunde- und Katzenfutter einzusteigen, sehr, sehr verlockend. Und ich glaube, dass dann eben auch diese Grundidee, dass das was Wertvolles sein kann, für einen selber mit der Zeit wächst. Aber das ist auf alle Fälle ein richtiger Schritt, wegzukommen von dieser Idee, dass wir diese Massentierhaltung einfach sozusagen als hinnehmen in ihrer brutalen Konsequenz. Ich möchte noch eine Zahl in den Raum stellen, die mir in der Recherche für mein Buch auch nachging. Also pro Kopf gibt es ungefähr 400 Nutztiere für jeden, der jetzt hier zuhört. Und wir haben 10.000 Jahre stabiles Klima gehabt. Und wir sind gerade dabei, und diese Dringlichkeit müssen wir auch nochmal in der Diskussion schärfen, für die nächsten 10.000 Jahre diesen Planeten mehr oder minder unbewohnbar zu machen für Menschen. Und was ist in diesen letzten 10.000 Jahren passiert? Warum kippt gerade das Klima? Warum erreichen wir planetare Grenzen? Weil wir es zugelassen haben, dass vor 10.000 Jahren gab es 1% Menschen, wenn man jetzt die Masse auf dem Land anschaut.
99% waren glückliche Tiere, die einfach ihr Ding gemacht haben. Wir haben in dieser sehr, sehr kurzen Zeit ein paar Generationen dafür gesorgt, dass wir jetzt Biomasse auf dem Land ein Drittel Menschen sind, zwei Drittel sind Nutztiere von Menschen und für alle Wildtiere bleiben nur noch ganz, ganz wenige Prozente über. Und das ist wirklich pervers. Wir kacken diesen Planeten zu, wir schieben vorne Kalorien rein und wir kriegen weniger Kalorien für den Nahrungswert raus, als wir reingesteckt haben. Das ist total unlogisch. Und da muss man auch wirklich nochmal drauf hin, das können wir so nicht weitermachen. Und das ist wirklich sozusagen ihr kennt da wahrscheinlich alle diese Filme Cowspiracy und Seaspiracy. Wenn man die mal gesehen hat, dann versteht man auch, das ist ein politisches Ding. Und deswegen muss ich auch immer wieder sagen, Leute, lasst euch nicht sozusagen diesen Stempel aufdrücken, dass alles nur der einzelne Konsument regeln kann. Das kann er nicht. Die großen Hebel sind politisch. Und deswegen freue ich mich sehr, auch nach dieser Runde gerne mit euch allen in Kontakt zu bleiben, wo wir wirklich auch diese Chance, diese Aufbruchsstimmung, die gerade im Lande auch ist, nutzen können, um da wirklich die großen Hebel zu bewegen. Also es ist auf alle Fälle jetzt mehr Potenzial drin als in der letzten Regierung. Darauf können wir uns hoffentlich freuen. Ja, und es gibt unglaublich viel Technik, was nicht bekannt ist, was man nutzen muss. Das ist jetzt keine FDP-Position, sondern die ist wirklich vorhanden, wenn man mit den Wissenschaftlern spricht. Und die sind da, denen ist das völlig egal, wer was regiert, sondern die sagen, es ist da, es wird bürokratisch verhindert und wir verzweifeln letztendlich. Wir wissen, wie wir es machen könnten, wir dürfen nicht, weil irgendjemand einen Pups quer sitzen hat. Also ganz schlimm. Okay, damit das wollen wir an dieser Stelle auch ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort, genau, damit wollen wir an dieser Stelle auch schließen. Ich will mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Das war wirklich sehr, sehr inspirierend, sehr anregend und sehr konstruktiv. Und ihr habt uns viele gute Ideen und Ansätze auch gezeigt, wo man eine ganze Menge tun kann. Und zwar nicht nur der Einzelne, sondern auch Politik und Wirtschaft. Also ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke sehr, Eckart von Hirschhausen, Christian Rach. Schönen Tag noch. Danke, danke. Tschüss. Danke, dasselbe. Tschüss.